Hallo und herzlich willkommen zurück zu Family Mystery 2 Echos aus der Zukunft. Hier ist Sabine die Cat. Wir gehen vor zum Zimmer des Eindringlings. Zum PC her. Da schieben wir den Chip rein. Jetzt erstmal einschalten. In Zukunft wird das AI-Programm Arnold nach seinem Aufstieg die wichtigsten Server in mehreren großen Städten übernehmen, um seine Herrschaft auf der ganzen Welt zu etablieren. So, dann können wir hier mal hoch. Ich kenne den Namen der ersten Stadt nicht. Wir nennen es die Dame. Auch die Bürger verehrten eine herzförmige Frucht. Ich weiß nicht warum. Das heißt, wir brauchen G2. Und H1. Dann ging die KI vom Netz und tauchte später in der Stadt in der Nähe einiger alter Gebäude auf, in denen die Leute Donner verehrten. Wir brauchen B3 und C4. Von dort aus verbreitete sich die KI auf dem gesamten Kontinent und hielt in einem Land an, in dem Frauen anscheinend mit gehörnten Tieren tanzen. M2, N1. Danach wurde das Hauptquartier von Arnold zu einem Land, das umgeben war von Bergen mit Schnee und heißer Schokolade. Wo er als nächstes hinreiste, können wir nicht sagen. F3 und E4. Ziel erfasst. Wir haben den Standort, wir gehen zurück, übergeben den Chip. That's great. Bravo. Still, we can't leave. My mechanical arm is too low on energy and I'm too weak to go and charge it in the special machine hidden on the lower floor. I'll do it. Give me the arm. Do you have any form of communication with Tina? The headset she gave me exploded after the last message. Only a headset, but it's broken. So, das übergeben wir. Gut, dass er das Headset nicht im Ohr hat, dass es explodiert ist. I'll fix that while you charge the arm. Wir gehen zurück. Vor zum Zimmer. Links her, da halten wir das Patschhähnchen drauf. So, dann geht's ab mit uns zur Teleporter-Maschinenraum. In der Mitte das nächste Sammelobjekt Nummer 19. Gehen links zur Tür. Bekommen einen Griff. Rechts rüber. Ah, das brauchen wir. Dann kommt der Griff da rein. Gehen zur Mitte her. Die Bedienungsanleitung. Zuerst müssen wir Strom machen. Ohne Strom läuft ja absolut gar nichts. Dann kommt die Hand unten rein. Dann sehen wir brauchen Kristalle. Nehmen das auf der rechten Seite noch mit, die Insignie. Gehen rechts rüber. Da kommt die Eindringlingsinsignie rein. Bekommen eine CD. Gehen nach links her. Ja, da können wir jetzt die CD einfügen. Dann geht's ab in die Mine. Hier gibt es zwei Sammelobjekte. Hier vorne Nummer 20. Und hier links Nummer 10. Dann gehen wir zur Lore. Nehmen den Sechskant mit, das können wir gleich mal abmontieren. Die Tasche öffnen wir. Da bekommen wir Akku 1,
einen Kartenwürfel und den Sechskant. Gehen rechts rüber. Nehmen die Glühbirne mit. Den Kartenwürfel können wir einfügen. Gehen jetzt in den Maschinenraum zurück. Rechts fügen wir den Sechskant ein. Dann bekommen wir eine Bohrmaschine und eine Zange. Gehen jetzt wieder in die Mine. Rechts her. Zange. Dann bekommen wir den zweiten Akku. Die fügen wir rechts oben ein. Das nächste Wimmelbildspiel. So, wir müssen wieder aufdecken. Da haben wir eine Schepptruhe. Der Esel gehört hierher. Schlüssel. Oben sperren wir Schloss auf. Bohrmaschine kommt hier unten her. Erste Hilfe, Schaufel. Helm. Brief. Pinsel. Spitzhacke. Gerade verändert. Minenkart ist. Ich meine, vielleicht meinten sie die Lore oder Minenkart. Oh, und dann haben wir die gesamte Dressur. Für mich schaut das aus wie eine Dressine. Okay, ich meckere nicht. Wir erhalten eine Karte. So, wir gehen zu Lore. Glühbirne rein. Bohrmaschine hier. Karte dazu. Wähle die Stellen aus, an denen du deinen Weg entlang der Schienen bewegen willst. Finde den Weg zum aquamarinblauen Minenschacht auf der rechten Seite. So, holen wir uns den Wagen mal hier. Sammelobjekt Nummer 21 hier oben auf der linken Seite. Dann schauen wir nach rechts her. Vier Dynamitstangen. Gehen links rüber. Mit der Zange holen wir uns die Zündschnur. Gehen wir vor, nehmen den Wagenheber mit. Den benutzen wir auch gleich hier links. Damit haben wir einen Holzstock, den wir als Griff verwenden können. Benutzen den auf der rechten Seite. Gehen zur Mitte her, Dynamit rein. Zündschnur drauf. Und hier vorne schlagen wir mit dem Hammer drauf. Knallzündschnur. So, nachdem wir den Sprengkurs erfolgreich bestanden haben, gehen wir über zum nächsten Wimmelbildspiel. Wir brauchen Aquamarinkristalle.
In jeder Kiste ist übrigens immer was anderes, habe ich festgestellt. Ich hatte den Aquamarinkristall das letzte Mal auf der linken. Mit der Säge gehen wir zur Mitte. Den Wagenheber. Im Sack ist der nächste Kristall. Hinter der Tafel. Der hier verwandelt sich gleich zurück. Dem Zahnrad. Nehmen den Wagenheber hier links unter die Lore. Und der letzte ist im Sack hier auf der rechten Seite. Damit können wir jetzt zurückgehen. Zum Maschinenraum, fügen die Kristalle ein. Der Arm ist aufgeladen. Den bringen wir jetzt zurück. Wir müssen hoch. Da ist es. Ich habe den Ausgang nicht gefunden. Bravo! You learned how to use it. Here, this is fixed. Try to reach her. She said the last time we spoke, that her agency was trying to develop a super virus in order to stop the mainframe. Arnold. I doubt that. But let's give it a try. Tina, are you there? Tina, what about the super virus? Can you hear me? This link is compromised. Destroy it immediately and come find me at our old house. Here we go. Give me your hand. Don't worry. It'll be over in a blink of an eye. Arnold now controls all the military drones, and he's ready to attack. We need to stop him at once. But we can't determine where his major base is. I know Arnold's location. But first, you need to explain yourself. Honey, listen to me. I was assigned to you to keep an eye on you. My mission was to watch over you, and in case you invented anything dangerous, I was to destroy it and delete all the files. Tina sagt, sie wurde geschickt, um auf dich aufzupassen, aber war sie in dich verliebt? Versuche drei Symbole der Zuneigung zu finden, um die Antwort zu erhalten. Wir haben ein Herz hier oben, ein Herz hier unten und jeweils eine Herzhälfte auf jeder Seite des Monitors. Little did I know that I could fall in love with you so easily. Tina, what do you want? The agency gave me a special device called Ragnarok, and with it, I could delete any possible program ever created. I was going to, as a proof of my love, to give you that device for our anniversary. I was ready to confess everything, remember? Das Geschenk, das Tina Ihnen an Ihrem Jahrestag gab, war ein spezielles Spionagegerät, wenn du ihr damals nur zugehört hättest. Folge den Schritten, um dieses besondere Geschenk zu erstellen, damit Tina dir den Rest des Plans erklären kann. Aber wir nehmen das Papier, schneiden das zurecht, das kommt drauf und zum Schluss die Schleife. That device, Ragnarok, is the key for our problems. Arnold did turn our house to rubble, but my hope is that the Ragnarok device is safely buried under it. The box from which my hologram is projected has a robot which can scan the rubble and locate the Ragnarok device. Don't use explosives. Tina sagt, dass das spezielle Gerät Ragnarok immer noch im Haus ist und über einen speziellen Roboter geortet werden kann. Finde die fehlenden Teile und bring sie an den vorgesehenen Platz zurück, damit du den Rest des Plans hören kannst. Gut, das kommt einmal hierher.
das hierher? When you get the device, use the robot to let me know so we can arrange a decoy attack for your cover. All right. That sounds like a good plan. Dann holen wir uns als nächstes die Sammelobjekte. Es gibt wieder zwei. Das erste ist rechts mittig hier beim Haus, Nummer 22. Und das zweite ist hier links vorne, Nummer 11. Dann gehen wir in die Mitte mal her, scannen unsere Hand. Need special elements before scan. Und dann ploppt schon auf, was er alles will von uns. Das heißt, wir gehen mal links zur Schreibtruhe her. Nehmen das Seil mit. Dann kriegen wir einen Ziegel, ein Rohr, ein Brett und den Becher füllen wir in der Gießkanne. Das bringen wir jetzt alles zum Scannen. Dann gehen wir hierher. Kommt das Seil drüber. Der kann uns jetzt helfen. Das überreichen wir ihm. Okay, zuerst anklicken. Würdest du mal mit anpacken? Das klappt nicht. Jetzt. Nach 3 Jahren gefühlt hat das dann doch genommen. Wir gehen jetzt runter in den Keller. Das nächste Wimmelbildspiel. So, wir nehmen das Katana auf der rechten Seite, zerschneiden links das Tuch, da ist das Ventilrad, das kommt oben hin. Dann brauchen wir einen Schraubenschlüssel, einen großen USB-Stick, Tambourin, Kakerlake, Molekül, Kirsche, Magnet, Kegel ist der Tannenzapfen hier oben, Stern, Herz. Hat sich gerade verändert. Dann nehmen wir die Uhr zuerst mit. Herz. Hier oben schnappen wir uns die Schaufel und bringen die Erde weg. Dann bekommen wir Asokro. Damit können wir den Kasten wegschaffen und halten das Geschenk. So, ein spezielles Geschenk. Ragnarok. Und bevor wir sich jetzt hier vorbegeben, würde ich sagen, machen wir wieder eine kurze Pause. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich sehr freuen über ein Like. Vergesst nicht zu kommentieren, vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht die Glocke einzuschalten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!